Herzen Freude ist meiner Heimat aus, ja, Heimat aus. Da zog ich manche Stunde ins Tal hinaus, ich mein stilles Tal grüß ich tausendmal. Da zog ich manche Stunde ins Tal hinaus. Das ist der Vater mit seiner Schulklasse damals da. Und das ist mein Vater. Und das ist hier an der Schultreppe. Mhm. Also es war ja so, der Vater war der Leiter der Schule. Ja. Und das war eine normale Volksschule. Und das ist mein Vater im Krieg. Mhm. So war Wilhelm Rosenfeld. Ich sag, das kann ich da nicht bei mir aufhängen. Das darf nicht zu sehen sein. Das habe ich gesagt. Das, sowas darf nicht zu sehen sein, weil es eine Grundschule ist. Und ich habe ein Kind bekommen aus einer anderen Schule, das hat Hakenkreuz im Unterricht gemalt und ist suspendiert worden vom Unterricht mit 8 Jahren. Deswegen habe ich gesagt, das muss weg sein. Mhm. Sowas muss nicht weg sein. Man kann, den Adler kann man ja lassen. Genau. Den Adler kann man ja sogar lassen. Ich würde auch den Adler wegnehmen. Und das kann man auch so. Das kann man machen. Ich würde das wegmachen. Und es war aber das Bild, was aufgehangen werden sollte. Da war auch noch das Käppi drauf. Und da war das Symbol noch nicht drauf. Das Käppi, der hat nie Käppis getragen. Der hat immer eine Uniformmütze gehabt. Die meine ich. Und da war das Symbol auch drauf. Und ich habe gesagt, das kann ich so nicht drauf machen wegen diesem Hakenkreuz. Mhm. Okay, das ist natürlich zur Uniform. Ja. Wenn man ein Bild von 1942 zeigt, dann kann man eigentlich nicht den Reichsadler und das Hakenkreuz zudecken. Das kann man machen, wenn man das auf dem Denkmal nicht haben will. Genau. Aber wenn Sie es geht ja um das Denkmal jetzt gerade. Genau. Das ist deutsche Wehrmacht. Mhm. Wenn er nicht bei der deutschen Wehrmacht gewesen wäre, hätte er nicht die ganzen Leute retten können, die er gerettet hat. Also. Liebe Gäste, liebe Thalauer, alle, die den Weg hierher zur Thalauer Grundschule gefunden haben. Ich bin tief beeindruckt, voller Freude, dass dieser Abend heute Abend gelingen konnte. Es ist mir eine große Ehre, endlich diesen Film Der Pianist über unseren Lehrer Wilhelm Rosenfeld hier zu zeigen, weil dieser Mensch Generationen auch geprägt hat. Und er wird dadurch immer in diesem Ort auch präsent sein. Und ich hoffe, wir sind uns immer dessen bewusst und ehren den Menschen, der zu ehren ist.
An den Ortsbeirat oder wie? Ja. Es soll entschieden werden, eine Gedenktafel und Gedenkstein zu gedenken an Wilhelm dass Hosenfeld. Es, dass es ja notwendig ist, Wilhelm Hosenfeld auch in seiner Heimatgemeinde eine gewisse ein Andenken zu schaffen. Genau. Er hat mich zwar auch gefragt mit einer Schulbenennung, können wir ja auch diskutieren, ob wir eine Wilhelm-Hosenfeld-Schule haben wollen, aber eine Tafel wäre schon mal der erste Schritt. Ja, schon zweimal der Versuch gestartet worden und da habe ich halt dann mitbekommen, dass man da Vorbehalte hat. Das Thema ist so komplex, das scheut viele, sich damit einfach zu befassen. Dass da viele halt eben vielleicht auch generell sagen, gar nicht wegen den Hosenfeld, wir wollen eher damit nichts zu tun haben, weil es vielleicht auch so ein bisschen an die eigene Mitverantwortung in der Familie also oder an Verdrängung da. An vorhergehende Zeiten da selber Schuld oder Fehlbarkeit aufgeworfen wird, die noch und deshalb noch gar nicht bearbeitet ist und deshalb eigentlich auch gerade sagt, wir wollen sowas gar nicht, weil das, lass uns vergessen. Ja, ich kann das nachempfinden, dass manche sagen, okay, es ist ein Nazi gewesen, ja. Was sagt uns dieser Begriff? Ja. Mein Vater war ein Nazi und viele andere waren das aus Überzeugung. Wenn ich die tiefe Humanität sehe, die angelegt war in seinen Schriften, in seinem Verhalten, da bin ich ja geradezu erschüttert über den eigenen Weg, den er gegangen ist. Da so plakativ zu sagen, das war ein Nazi, da mit diesen Begrifflichkeiten kommen wir wirklich nicht weit. Aus dem Tagebucheintrag vom 23. Juli 1942. Nun kommt noch das entsetzliche Unrecht der Blutschuld an der Ermordung der jüdischen Bewohner auf unsere Rechnung. Gegenwärtig läuft eine Vernichtungsaktion der Juden, die zwar seit der Besetzung der Ostgebiete Ziel der deutschen zivilen Verwaltung unter Zuhilfenahme der Polizei und der Gestapo war, aber jetzt scheinbar großzügig und radikal gelöst werden soll. Von Litzmannstadt von Kuttnow wird erzählt, dass man die Juden, Männer und Frauen, Kinder in fahrbaren Gaswagen vergiftet, den Toten die Kleider auszieht, sie in Massengräber wirft und die Kleider zur weiteren Verwendung den Textilfabriken zuführt. Entsetzliche Szenen sollen sich dabei abspielen. Aber man mag das alles nicht glauben. Ich wehre mich dagegen, es zu glauben, nicht nur aus Sorge für die Zukunft unseres Volkes, das ja einmal für diese Ungeheuerlichkeiten büßen muss, sondern deswegen, weil ich nicht glauben will, dass Hitler so etwas will, dass es deutsche Menschen gibt, die solche Befehle geben. Es kann nur eine Erklärung. Sie sind krank, anormal oder wahnsinnig. Das ist hart. Ja, es ist eigentlich, finde ich, absolutes Wunder, dass überhaupt so viele Sachen erhalten sind und nach Hause gekommen das sind stimmt. Und dass es die immer noch gibt. Und das ist schon wow. Wir erleben hiermit ein Stück Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch wirklich noch mal ganz neue Sachen entdeckt, die jetzt sozusagen noch nicht ausgewertet wurden. Also das ist ja auch aus der Zeit, das muss ja auch aus seiner Lehrerzeit sein, hier 30 bis 39, Wilhelm Hosenfeld, Lehrer Thalau über Fulda. YMCA. Wie viele Tagebücher hast du bisher durchgeschaut? Ich habe jetzt inzwischen schon einige gesehen, aber es sind doch etliche da, die ich mir durchgucken muss. Und es gibt quasi für jedes Jahr noch mal ein Buch und dann gibt es genau, noch das Genau, das ist hier 4041. Hier steht vorne noch drin, dass er Oberleutnant W. Hosenfeld und dann ab 1.4.42 Hauptmann. Also das Buch hat er ja eigentlich immer bei sich getragen, in der Hemdtasche und in der Hosentasche. Und wenn er damit entdeckt wäre, also das hätte sicher seinen Tod bedeutet, da er sich da wirklich auch sehr offen geäußert hat. Und das hat er eben, ich glaube, kurz nach Beginn des Warschauer Aufstands im August 1944 ist hier der letzte Eintrag, hat er das noch nach Hause nach Thalau geschickt, ich glaube in einem Wäschepaket. Weil ihm das vielleicht auch klar war, dass es vielleicht die letzte Gelegenheit ist, das noch nach Hause zu bringen.
In den Tagebüchern, die du gelesen hast, wann fängt das da an, dass er das Hitler-Regime kritisiert? In diesem Warschauer Tagebuch äußert er sich ja teilweise wirklich sehr kritisch, auch über Hitler, über die Nazis. Es geht bei ihm immer so ein bisschen hin und her, dass er manchmal denkt, was ja viele andere Deutsche wahrscheinlich auch so ein bisschen gedacht haben, ja, Hitler weiß von manchen Sachen gar nichts, dass Hitler eigentlich das... Sonst würde das nicht passieren. Ja, genau, dass Hitler eigentlich das Richtige im Sinn hat, aber dass die Nazis sozusagen das einfach falsch ausführen. Aber nach und nach finden sich eigentlich auch immer sehr, sehr kritische Äußerungen. Hier ist auch interessant, Adolf Hitler wird Reichskanzler. Ich glaube, das hat ihn schon beeindruckt. Ja, ich finde es lustig, dass man 1939 noch sieht auf den Fotos, dass er da ein Hitlerbärtchen ganz offensichtlich hat. Und 1940 hat er sich das dann wieder abgenommen. Und ich denke mal, das war ja wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung, um sich zu distanzieren vom Nazi-Regime oder zumindest von dieser Verehrung, die er vielleicht vorher für Hitler empfunden hat. Wir haben hier eine Skizze von der Schule gemacht. Mit Spielhof der Mädchen, Spielhof der Knaben. Spannend, was er da unterrichtet hat. Ja. Thalau, circa am 3. April 1938. Und ihr jungen Männer und Frauen, lasst bei der Wahl eures zukünftigen Ehegatten nicht die Gesetze des Blutes außer Acht. Denn die Gesetze des Blutes sind meist entscheidend über Gesundheit und geistige Anlagen, Charakter eurer Nachkommen. Der nationalsozialistische Staat öffnet uns die Augen für die Fragen des Erbgutes. Rassekundliche Arbeit in der Schulbiologie ist auf die dreifache Zielsetzung der Rassenpolitik zu gründen. Kampf dem Geburtenrückgang, Kampf der erblichen Unterwertigkeit, Kampf der Rassenmischung. Aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg für Hessen, Hitradio FFA. Weiß der Mama, dass der Ortsbeirat von unserem Dorf darüber abstimmt, ob der Gedenkstein an der Schule aufgestellt wird? Würde sagen, lass nicht abstimmen. Wärst du vielleicht traurig, weil die meisten dagegen wären? Lass den alten Kram, heißt dann. Aus Desinteresse, weil sie es nicht einfach nicht mehr wollen. Mein Vater, der Wilhelm Link zum Beispiel, der hat gesagt, ich nehme nur den Bürgermeister, wenn ich hundertprozentig gewählt werde. Und da wurde nur 80% gewählt, hat er es doch wieder genommen. Tja, ich dachte, er wäre 100% gewählt. Na. Aber es ist halt schon schade, dass nicht alle der gleichen Meinung sind. Das gibt's nicht, auf der ganzen Welt nicht. Ja, nee. Und ich glaube auch die Leute, die jetzt da nicht der Meinung sind, wenn die vielleicht ein bisschen Informationen kriegen oder dass man vielleicht auch Sachen entkräften kann, die nicht stimmen, dann sind sie vielleicht der gleichen Meinung und vielleicht kriegen wir sie alle dahinter, dass jeder auch ein bisschen stolz darauf sein darf. Ich wünsche den Leuten manchmal diese Begegnungen, die ich hatte mit alten jüdischen Frauen, wie der Halina, habe ich dir doch erzählt, aus Bad Neustadt, die auch über 90 ist, die Auschwitz überlebt hat, die wirklich geflüchtet ist. Und die mich umarmt hat und Shalom mir gewünscht hat und sich bedankt hat, dass so ein Mann wie Wilhelm Hosenfeld in diesem Ort gelebt hat und wie stolz wir alle auf ihn sein könnten. Und das war nicht die einzige Frau, von der ich es nie erwartet hätte, dass die sowas tut. Und das berührt. Da habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Also das große Thema, ist Wilhelm Hosenfeld jemand,
der es verdient, eine Würdigung durch eine Tafel hier im Ort zu bekommen? Oder ist Wilhelm Hosenfeld ein Nazi, den man gleich in die Nazi-Ecke schieben muss und sagt, nein, einen Nazi kann man nicht irgendwie würdigen? Gibt es Unterschiede? Gibt es Gut? Gibt es Böse? Gibt es irgendwelche Zwischenschritte? Frage mich, warum es in dieser Sache jetzt einen Konflikt gibt. Warum sollte zu Ehren eines Vorbilds für uns, auch eines Vorbilds der Thalauer, keine Tafel angebracht werden? Solange wie der Herr Hosenfeld hier in Thalau war, war er ja in ideologisch Adolf Hitler, sag ich mal, unterlegen. Und die Sinneswandlung erst während dem Krieg kam, wo er hier schon nicht mehr in Thalau dann war. Warum ist das Thema hier so kontrovers? Warum wurde Jahrzehnte oder so darüber geschwiegen? Deshalb bin ich eigentlich persönlich gegen eine Tafel. Ich bin seit 2004 Schulleiterin hier und habe tatsächlich das erste Mal Wilhelm Hosenfeld im Film gesehen, Der Pianist. Und war auch total verwundert, dass ich eigentlich in den Hallen und Räumen arbeite, in denen er gewohnt hat. Was kann ich in der Schule damit machen? Sehr viel. Denn eigentlich ist es für mich ein Beweis, wie kann ich denn Kindern zeigen, dass man sich, auch wenn man mal auf einem falschen Weg sich befindet, auch eine richtige Richtung einschlagen kann. Dass ich zu einem Fehler stehen kann und dass ich sagen kann, ich habe was Falsches gemacht. Ich schäme mich dafür, dass wir Deutschen so sind. Er sagt ja auch in seinen Briefen, ich schäme mich, ein Deutscher zu sein. Zu sagen, ich habe einen Fehler begangen, ist das eine. Und dann vielleicht auch noch eine Wiedergutmachung zu betreiben, so wie er das getan hat, ist für mich was anderes. Und das können Kinder lernen. Ich finde, wenn man pädagogisch was machen will, vom Saulus zum Paulus, gibt es mit Sicherheit bessere Beispiele als in NS-Soldaten, in Anführungszeichen. Weil so findet man auch die Bilder im Internet. Wenn man googelt, kriegt man den Mann in Uniform. Also ich finde nicht, dass wir uns als Thalauer vor diesen Karren spannen lassen sollten, den wir eigentlich gar nicht ziehen wollen, indem wir jetzt sagen, wir hängen uns hier eine Gedenktafel hin. Und manches, was gerade aus der NS-Zeit mit einer Gedenktafel versucht wird zu erinnern und abzuschrecken, hat manchmal auch leicht umgekehrte Wirkung. Und wenn ich dann ein Pilgerort werde von irgendwelchen Ewiggestrigen, die leicht verstört sind und immer noch dieses Sinnbild haben, was überhaupt nicht passt, dann habe ich da, glaube ich, auch nichts gemacht. Thalau, ca. 9. November 1937. Eine eindrucksvolle Feierstunde. Für die Kinder und mich selber ein tiefes Erlebnis. Der Marsch beginnt vor dem Bürgerbräukeller in München. Generaloberst Göring gibt den Befehl zum Abmarsch. Adolf Hitler reiht sich ein. Julius Streicher geht zuerst, der Gauführer von Franken. Dazu klingt das Horst-Wessel-Lied ganz leise auf. Trommelschlag und wieder dasselbe Lied. Sie marschieren alle mit und mein Herz marschiert mit. Hitler ist ein großes Genie. Ich gehöre in diese Reihen, ich spüre es. Schon immer bin ich dabei gewesen. Vor innerer Bewegung kann ich mich nicht halten. Tränen treten in meine Augen. Ich versuche es zu verbergen. War die Uta noch nicht geboren, da war ich 3 oder 4. Und das ist auch noch in Thalau. Da haben wir Äpfel geerntet. Wie alt bist du da? Na, wenn das 42 war, da war ich 10. 10. Also 10. Ja, 10 oder 11. Ja. Also hast du ihn ja auch gar nicht mehr so, hast ihn ja gar nicht so lange erlebt. Ne? Wann hast, wie alt Nein, warst du? Nein, ich war ja 7, als der Vater im Krieg ist. Und 12, also da, als du ihn das letzte Mal. Und 44 habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Ja, ja, das war dann das hier. Da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Und da,
So, zum Beispiel, ich habe Sachen gelesen von ihm, wo er wirklich ganz begeistert über Hitler, über Hitler und mit das Zusammenmarschieren und irgendwie richtig, und eine Pathos da drin. Ganz und ein, also wirklich so Vokabeln, die mir natürlich heute eher Gänsehaut verursachen und wo ich denke, mich schüttel und denke, oh, wie schrecklich. Ja, also für mich ist es halt immer noch so, ja, es ist halt immer schwierig, glaube ich, zu verstehen, hat er sich geändert durch die Zeit? Er hat ja auch erst ganz langsam im Laufe des Krieges, als er in Polen diese Gräueltaten gesehen hat, hat er ja erst ganz langsam, und er schreibt ja in seinen, was sind das für Menschen, die diese Dinge vollbringen? Das ist doch nicht das deutsche Volk. Der Vater hat direkt am Menschen Gutes getan. Wenn du das siehst, das war ein alter Jude, der bei der Kompanie die Latrinen reinigen musste, säubern musste. Nicht? Was macht der Vater? Der Vater geht hin und spricht mit dem. Nicht? Was kein anderer wahrscheinlich gemacht hat. Ja, das war ja auch verboten. Das war ja auch verboten. Das war aber Vaters Einstellung. Und ich finde, kaum ein Bild bringt das so zum Ausdruck, wie ihr Vater anderen Menschen gegenüber getreten ist, nicht? Ich glaube, er hat deswegen Tagebuch geschrieben, damit er das aus sich rausstellen konnte. Weil du einfach das verarbeiten konnte. Das hat ihn ja wahnsinnig mitgenommen. Vor allen Dingen, wenn irgendwas mit Kindern passiert ist. Und er konnte nichts tun. Detlef, also euer Vater, der vermutet, dass es um die 60 gewesen sein könnte, die er gerettet hat. Ja, das war 56 oder 57 war Spielmann bei uns. Und da habt ihr alle erst davon erfahren, sozusagen von der... Ja. Ja. Wer sind Sie? Wovon leben Sie? Ich war Pianist. Pianist. Jude, sagen Sie mir Ihren Namen. Spielmann. Guter Name für einen Pianisten. Bitte. Was bedeutet denn diese Schießerei? Die Russen auf der anderen Flussseite. Ein paar Wochen werden sie wohl noch aushalten müssen. Mehr nicht. Im Grunde des Menschen ist viel Bosheit und Tierhaftigkeit. Diese Instinkte treten leicht offen zutage, wenn sie sich hemmungslos entfalten dürfen. Ja, man braucht diese niedrigen Instinkte, um dies Morden, Töten an den Juden und Polen zu verüben. Ein Jude musste einen ganzen Tag in furchtbarer Kälte auf einem Kokshaufen stehen, ohne warme Kleidung. Ein SD-Mann ging vorbei und schoss ihn nieder. Zahllose Juden sind so umgebracht worden, ohne Grund, ohne Sinn und Verstand. Ist meine Heimat, auch die Heimat.
ein stilles Tal, grüß ich tausendmal. Da zog ich manche Stunde ins Tal hinaus. Ihr seid alle ein älterer Jahrgang. Mein Gott, wie alt seid ihr denn? Ihr seid 97? 20. Ja, 1920 20. geboren. Und Tante Lydia, du bist wann geboren? Tante Lydia, wann bist du geboren? 28. In 28. Und die Mama in 33. 33. Und die Död in 33. 37. 33. Machtergreifung vom Hitler. Hm. 33. Und du bist ja auch in Thalau in die Schule gegangen. Jawohl. Und du kanntest ja auch den Wilm Hosenfeld, der in Thalau Schule gehalten hat. Es war ein Lehrer, den konnte man wirklich lieb haben. Ja, der sah ja auch richtig gut aus. Was war der war sogar in der Zeitung in der Schule. Ja, der hat ja auch die Orgel gespielt. Also das, es war wirklich ein Lehrer, den ich heute noch verehre. Ja. Die Lehrerin, die Manns, die war Anna, die hat nur Schläge verteilt. Das war aber üblich, oder? Das war üblich zu der Zeit. Darf die ich hat hier? Draufgehauen. Ja, und mit der dem Stock auf die Finger vorne. Das tut weh. Aber ich weiß nicht, ich habe beim Lehrer Hosenfeld keinen Stock gesehen. Mhm. Der hat mit Worten gearbeitet. Also ich war ein halbes Jahr bei dem Hosenfeld und er hatte mir singen. Und das war unsere schönste Stunde, weil ich gern sing. Das hat er gerne gemacht. Ach, Luzi, frage nicht, wenn der Hosenfeld kam, da waren wir flotti hier. Wir haben gesungen sämtliche Lieder von der Rhön. Was haltet ihr davon, wenn man eine Gedenktafel an der Schule anbringen würde für Hosenfeld? Was haltet das ihr davon? Das ist längst überfällig. Das sollte man machen. Ja. Das ist nicht schön. Das, es hat mich ein bisschen erschüttert, dass Thalau so geteilt ist, wollen wir sagen. Wenn er ich soll keinen Namen nennen, ich nenne keinen Namen, und die tun immer noch dagegen, dass es, wenn man da so am Rande steht, da könnte man die Ärmel hochkrempeln und draufschlagen. Das ist völlig grundlos. Das geht über Generationen. Und ich soll keine Namen nennen. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass da auch gewisse Vorbehalte da sind. Ja, ich meine, es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass er ein Repräsentant der NSDAP, der SA in Thalau natürlich war. Und auch, dass er sich im Krieg sehr stark auch dagegen gestellt hat, auch unter eigener Lebensgefahr. Das haben natürlich die Thalauer gar nicht unbedingt mitbekommen. Ich habe auf dem Ruhebett ein schönes Nachtlager. Das Badezimmer steht mir zur Verfügung. Ich esse am gedeckten Tisch. Es fehlt mir nichts. Nur du, meine liebe, gute, süße Frau, müsstest hier sein und die lieben Kinder. Ich nehme manchmal die Polenkinder auf den Arm und denke an meine kleinen Mädchen. Dzień dobry. Ein Mareike Hosenfeld, Enkelin von Wilm Hosenfeld, Tochter von Dieter Hosenfeld. Ja, du bist Sorry. Ach, Tochter von Dieter? Ja. Ja, ich lebe, danke, Wilmowi Hosenfeldowi.
bo gdyby nie uwolnił mojego ojca, to po prostu by mnie nie było. Mój ojciec był żołnierzem Armii Poznań i dostali się do niewoli. Zabrano ich do obozu w Pabianicach. Moja mama, dowiedziawszy się o tym, że jest w Pabianicach, pojechała do Pabianic. Tak się pięknie złożyło, tak, że spotkała, idąc w to miejsce, do tego obozu, jechał ktoś w niemieckim mundurze. Mama powiedziała, że dowiedziała się, że jej mąż jest tutaj w niewoli, w Pabianicach, w obozie. Zaprosił w ten czas mamę, pan Hosenfeld, bo dopiero potem się dowiedziała, jak się nazywa i tak dalej. Zaprosił, to proszę ze mną do biura, zobaczcie, co się da zrobić. Okazało się, że po trzech bodajże dniach ojciec wrócił w tym swoim mundurze polskim, tam bez paska, bez sznurowadeł, bez tego, wrócił do Szamotu. To on powiedział, lepiej, żebym ja zginął, a ten człowiek, żeby tu dalej żył i ratował ludzi. Powiedział, że to był anioł, który chodził w niemieckim mundurze po Warszawie. Wow, yes. It's very, very moving. Juli 1942. Wie gern bin ich Soldat gewesen, aber heute möchte ich den grauen Rock in Fetzen reißen. Seitdem ich die Schandtaten der SS gesehen habe, ist es für mich gewiss, dass wir diesen Krieg nicht gewinnen dürfen und auch nicht können. Zwei solcher Tiere fuhren gestern auf derselben Straßenbahn. Sie hatten Peitschen in der Hand und kamen aus dem Ghetto. Am liebsten hätte ich die Hunde unter die Straßenbahn gestoßen. Es wird glaubhaft von den verschiedensten Leuten berichtet, dass man das Ghetto in Lublin ausgefegt hat, die Juden daraus vertrieben hat und sie massenweise ermordet. Ich wehre mich dagegen, es zu glauben. It's fascinating that these buildings are yet standing. Those buildings have seen the war. Yeah. During the ghetto time, it was a hospital where the doctors were desperately trying to help Jewish kids. Yeah. And if those walls could talk, they would tell us amazing stories. Yeah. So, like I said, this is a ruin, so do not be surprised. It's a little bit falling apart, but we'll bring it back to glory. That's the main staircase. Once we go to the top, you will see how beautiful it is. It's fully original. Do you know how many children were here when we don't have the exact number. There were at least 50,000 children in the whole ghetto area. And originally all doctors were Jewish doctors? Most of the doctors and personnel were sent to Treblinka along with their patients. Warschau, 13. August 1942. Eine Frau erzählte meinem Gewehrsmann, mehrere Gestapo-Männer sind in die jüdische Entbindungsanstalt eingedrungen. Haben die Säuglinge weggenommen, in einen Sack gesteckt und sind damit fort, um sie auf einen Leichenwagen zu werfen.
Das Gewimmer der kleinen Kinder, wie das herzzerreißende Geschrei der Mütter, rührt diese Ruchlosen nicht. Man glaubt das alles nicht, trotzdem es wahr ist. Was sind wir Feiglinge, dass wir, die besser sein wollen, das alles geschehen lassen? Darum werden wir auch mitgestraft werden. Auch unsere unschuldigen Kinder wird es treffen, denn wir machen uns mitschuldig, indem wir die Frevel zulassen. Wir verdienen keine Gnade, wir sind alle mitschuldig. He was here and the story he was told happened here in the ghetto, in this hospital. Großer Pianist. Viele Leute fragen, wie gefallen mir Brody als an einen Mann. Ich habe immer gesagt, ich finde mich besser ist mein Mann als Brody. Gut, dass mein Vater ihn damals gerettet hat. Oh mein Gott, das war wunderbare Geschichte. Das waren viele Leute, welche haben so viel, welche ihren Vater so viel gemacht. Ja. Das war Glück, mein Mann. Ja. Wir haben noch ein paar Monate zu der Ortsbeiratssitzung und da wäre es doch schön, wenn wir eine Mehrheit dafür kriegen könnten. Wir treten im Moment so ein bisschen auf der Stelle, weil wir das Gefühl haben, da baut sich Widerstand, da baut sich Ablehnung auf. Ich habe vor kurzem mal ein Gespräch gehabt mit einem Nachbarn, der selbst bei ihm noch in die Schule gegangen ist und der hat sehr zögerlich, nachdem ich ihn fragte, ob er ihn kennt, sehr zögerlich darauf geantwortet, ja, bei ihm war ich auch in der Schule, aber das ist doch der Nazi. Ich war vorhin einkaufen, yeah. Und da bin ich auf der Straße angesprochen worden. Da wurde die Meinung auch geäußert, natürlich, dass er hinterher dann Menschen gerettet hat, aber man braucht das nicht so hoch zu pauschen. Ja, und derjenige hat auch noch zu mir gesagt, wollt ihr dem eine Krone aufsetzen? Ne? Also wollen die dem Herrn Hosenfeld, dem Lehrer Hosenfeld, eine Krone aufsetzen? Es geht eigentlich nicht darum, dem Hosenfeld eine Krone aufzusetzen, sondern diese Handlung zu würdigen. Ja. Und wer noch so viele Menschen gerettet hat, der kann auch gewürdigt werden. Es geht nicht um den Namen, es geht um die Tat. Kannst du dir nicht vorstellen, dass er sich gedanklich sich gedreht hat und erkannt hat, dass das nicht so gut war, was er da vorher so begeisternd bejaht hat und dann doch den Bogen gefunden hat, für sich entschieden hat, dann doch Menschen zu helfen, die ja eigentlich von dem Regie dann eigentlich bekämpft worden sind. Um was aufzuarbeiten, ich finde, wir haben heute andere Themen und wichtige Themen, als nur in der Vergangenheit zu wühlen, sondern vielleicht die Gegenwart zu bestimmen von der Schule. Was wären wichtigere Themen? Ich sage jetzt mal einfach mal bei der Kita, es geht ja um Essenssachen, es geht um Nachmittagsverpflegung und sowas. Weil, wir sind ja ehrlich, wenn so ein Gedenkstein kommen sollte, wird es Geld kosten. Und ich finde, Geld für eine Sache hinzustellen, die einfach dasteht,
die irgendwann gepflegt werden muss, wo wieder Geld für verwendet wird, dafür kann man doch das heute anders machen und kann das Geld vielleicht anders verwenden. Und deswegen würde ich ihm jetzt hier an unserer Schule im Dorf keine Gedenktafel hinstellen wollen. Aus der Gefangenschaft an die Ehefrau vom 15. Juli 1946. Liebe Annemie, schreibe bitte an folgende Person in Polen. Sie sind mir zu Dank verpflichtet und können mir von Nutzen sein. Teile Ihnen meine Adresse mit. Diese kleine Liste von Namen, ich habe, das ist hier eine Kopie davon, die er aus der Gefangenschaft gesendet hat. Ich weiß gar nicht, ob das, das sieht so ein bisschen aus, als hätte er das geschmuggelt, also nicht als offene, offizielle Kriegsgefangenen-Postkarte. Dass das, was, wie er gehandelt hat, dass sich das auch für ihn auswirkt. Dass, und wie gesagt, ich glaube auch, dass sich viele dafür eingesetzt haben. Die hätten ihn bestimmt wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne. Und es gibt natürlich viele, die wahrscheinlich überhaupt nicht dokumentiert sind oder namenlos, die sie auch nicht ihm hätten helfen können, weil sie, weil es, wie gesagt, er hat ja auch den Władysław Spielmann schon genannt, Pialist, Warschauer Rundfunk, also das hatte er sich gemerkt. Er war selber ja auch auf der Suche. Ja. Umgekehrt hatte unser Großvater ihm ja seinen Namen nicht gesagt. Auch Władysław Spielmann wollte den eben auch nicht wissen, falls er in Gefangenschaft kommt oder erwischt wird, dass er nichts verraten kann. And now there are people living just normal apartments. Some of them use this. Do they know what this building was? Everybody knows. Piece of history, our history. Yes. A bit of our history, our too, our family history. Oh. Now it's used as a storage. Ah, this is the place to go higher. I think that it's very moving to be. Also a piano. Ah, oh, okay. This is crazy. Typischer Dachboden. Ja. Das ist ja schon. Das ist ja verrückt, oder? Ja. Also, das ist ja auch noch so ein Dosenöffner ist. Da, ja. Genau, also einmal die Erinnerung da und dann noch das Piano. Das ist ja, ein bisschen wie eine Botschaft aus dem Jenseits. Nein, das ist übertrieben, aber das ist ja schon komisch. Also. Oh, muss sie festhalten. Hier ist, soll ich richtig hochgehen? Okay. Schaffst du das? Also ich kann stehen zumindest. Aber ich stelle mir das vor, wenn man hier oben sich versteckt, dass man sich hier ständig Angst hat, ne? Dass so irgendjemand kommt und einen entdeckt. Irgendwie. Also jetzt liegt hier alles voll, deswegen kann ich hier nicht rumlaufen. Aber also man kann das hier schon. Man kann sich hier zumindest ein bisschen bewegen und ausbreiten und so. Also es könnte gut die Stelle sein. Das ist ja echt. Richtig krass. Kann man sich schon richtig, richtig gut vorstellen. Ja. Also das passt auf jeden Fall zu den Beschreibungen von Władysław Spielmann, dass er noch mal einen
ein Stockwerk sozusagen höher oder noch einen. Ja, nochmal hochgeklettert noch ein, ist. Also eine kleine Nische. Dass, wenn jemand reinkommt, dass man es nicht gleich sehen kann. Ja. Ne? Sondern dass er dann hier. Ja, dann war unser Großvater auch hier, ne? Ja, das stimmt. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ortsberatssitzung. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen, auch besonders die Zuschauer heute Abend. Dann haben wir noch den Tagesordnungspunkt 3, Wilhelm Rosenfeld. Dem Ortsberat liegt ein schriftlicher Antrag zu einer Anbringung einer Gedenktafel zu Ehren von Wilhelm Rosenfeld vor. Punkt. Dann bitte ich um das Abstimmungsergebnis. Wer diesen beiden Sätzen quasi seine Zustimmung erteilen kann, bitte ich um das Handzeichen. Weil wir jetzt unseren Großvater nie kennengelernt haben, habe ich trotzdem das Gefühl, es wirkt irgendwie. Das, was er damals gemacht hat, wirkt auch auf uns irgendwie. Fragst du dich das eigentlich manchmal, was du gemacht hättest an der Stelle von unserem Großvater? Ich glaube, es wäre mir genauso gegangen wie ihm, dass ich das ganz, ganz schrecklich gefunden hätte, das mit anzusehen. Aber ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte, so wie er. Allein schon diese Sachen aufzuschreiben, so ehrlich. Also ich hätte, glaube ich, immer Angst gehabt. Denke ich, würde ich auch nicht so machen. Also auch was getan. Ich meine, heutzutage ist die Frage ja auch, gerade wenn man jetzt sieht, die Ausländerfeindlichkeit gegenüber den Flüchtlingen, die ja wirklich aus schlimmsten Umständen auch nach Deutschland kommen und dann, dass man sozusagen sich da eben nicht so kleinlich zeigt und nur an seinen eigenen Vorteil denkt oder seinen eigenen Wohlstand, der vielleicht gefährdet ist. Das ist natürlich schon Sachen, wo wir uns heute auch einsetzen könnten. Sehr schön, dass das bei uns gelandet ist. Ich muss mich jetzt davon abhalten, jetzt quasi hier hineinzutauchen, wie Dagobert Duck in seine Geldhaufen. Und ich bin sehr froh, dass ich meine Kollegin Sammlungsleiterin nicht mitgebracht habe. Die würde es vermutlich gar nicht gestatten. Das würde sagen, um Gottes Willen, da holen wir doch gleich einen anderen Karton und Ähnliches. Ja, wir freuen uns natürlich gerade, dass es hier ist, weil es eben im Rahmen der Gedenkstätte des Widerstandes ist. Das ist natürlich ein besonderer Ort. Und die Gedenkstätte Stille Helden zeigt, wie Menschen versteckten Juden geholfen haben. Für uns ist dieses hier, wenn versteckten Juden und Jüdinnen geholfen worden ist, eindeutiger, integraler Bestandteil des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Und darum ist das in dem Bereich, den wir ausbauen und zeigen, es hat überall Menschen gegeben, überall Menschen gegeben, leider zu wenige, auch in Deutschland, nur wenige, die geholfen haben. Das macht es auch, aber es zeigt die Verantwortung des Einzelnen, es zeigt die Möglichkeiten, die du auch in dem Fall als Soldat, als Offizier gehabt hast. Und das sind eben Beispiele, wie wir sie für die stillen Helden, für die Menschen, die verfolgten Juden und Jüdinnen geholfen haben, wunderbar brauchen können sie alle. Es ist schön, dass es zu jemandem wie Wim Hosenfeld so viel Material gibt, denn bei vielen anderen
die eine ähnlich große Bedeutung haben, haben wir sowas nicht. Und ist einer der wenigen, wo du, oder wo du wirklich klar auf Motive hinweisen kannst, wo du aus den Briefen und vermutlich auch aus den Tagebüchern Motivstrukturen erarbeiten kannst. Und das ist immer wichtiger, weil es eben auch auf eine individuelle Verantwortung gewesen hat. Das ist tatsächlich spannend, weil man sieht auch die Veränderungsprozesse in den Dokumenten. Natürlich. Kann man halt viel sehen, weil es über so einen langen Zeitraum ist. Das ist ja gerade das. Ja. Man wünscht sich heute immer, dass es immer nur, ja, wie soll man sagen, Menschen von Anfang an immer gut sind und sich immer gut verhalten. Und man möchte immer nur das Weiße eigentlich sehen. Es gibt nur Gut oder Böse. Und beim Widerstand wissen wir eben, es gibt nicht nur Weiß und Schwarz, sondern es gibt viele Zwischenformen und Zwischenstrukturen. Und vor allen Dingen, es gibt Entwicklungen. Und das haben Sie hier auch. Ja. Die Bereitschaft, immer zum größeren Risiko zu gehen, immer weiter zu helfen. Thalau, circa am 3. April 1938. Die erste Aufgabe des Lehrers ist es, den Kindern Mut zu machen und auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse einzugehen. Bei den häuslichen Schulaufgaben sollen die Eltern nicht ungeduldig werden, schimpfen und in einem Fort tadeln. Ach, was bist du so dumm? Aus dir wird doch gar nichts. Damit ist gar nichts getan, im Gegenteil. Eher loben als tadeln. Mädchen weinen, stöhnen und sie flüchten, wenn sie können. In allen Menschen suche ich immer das Beste und Schönste. Ich halte jeden für gut und edel und mache mir aus ihm ein Idealbild. Der Urgroßvater, er hat etwas gesehen, was für ihn unmöglich war. Er hat ein schreckliches Verbrechen gesehen und hat gesagt, so
ich kann da nicht weitermachen, ich muss jetzt etwas unternehmen. Ja? Ja. Und das sind die Leute, deren Namen hier auf den Wänden sind. Das sind jetzt wirklich alle, die wirklich so tatkräftig sind? Alle wurden geprüft, ja. Und wie viele Gerechte haben Sie hier jetzt schon? Also jetzt gibt es über 26.000. Oh, wenn Sie den Kindern vielleicht noch mal erklären können, was die Bedingungen sind, dass einer wie unser Vater hier aufgenommen wird, unter die Gerechten der Nation, unter den Nationen. Also erstens, ich glaube, es ist sehr wichtig zu sagen, dass es eigentlich eine ziemlich besondere Erscheinung ist, dass ein Volk, das so gelitten hat und das gegen das ein solches Verbrechen gemacht wurde, überhaupt fähig ist zu sagen, es gab auch gute Leute, es gab auch gute Menschen. Also, dass die Holocaust-Überlebenden nicht mit Hass erfüllt waren und gesagt haben, alles, was deutsch ist, lehnen wir ab. Mhm. Was eigentlich ziemlich verständlich gewesen wäre, nicht? Nach dem Holocaust, dass man sagt, sie haben alle meine ganze Familie ermordet, meine Gemeinde ermordet. Wir können die nicht ehren. Ja? Aber nein, und das ist eine enorme Fähigkeit von den Überlebenden zu sagen, trotz dem großen Unglück, trotz dem schrecklichen Verbrechen, wir sehen jeden Menschen getrennt und prüfen jeden Menschen nach seinen Taten. Darf ich ein Foto von Ihnen mit dem Namen an der Wand nehmen? Aber natürlich. Das als Andenken. Also wenn Sie sich da hinstellen und auf den Namen zeigen. Du musst aber näher hin, Oma. Moment, wie machen wir das? Wir machen es so. Warum sagst du denn?